Für zwei Klaviere hat Wolfgang Amadeus Mozart leider nur eine einzige Sonate geschrieben. Aber was für eine! An Virtuosität, an Glanz, an pianistischer Schwierigkeit kaum zu überbieten. Wir hören aus ihr den dritten Satz, Molto Allegro, ein Sonatenrondo, das zu 80% heiter ist und zu 20% dramatische Elemente beinhaltet. Und danach, ganz passend, gehen wir ins 20. Jahrhundert mit Francis Poulenc Capriccio nach der weltlichen Kantate Der Maskenball für zwei Klaviere. Theresa Schmidt und Sophie Rauch sind die beiden Interpretinnen. Auch sie haben es geschafft, beim Landeswettbewerb Jugendmusiziert in Baden-Württemberg sich eine Weiterleitung zum Bund zu erspielen. Wir wünschen Ihnen für diese nächste Etappe alles Gute und drücken fest die Daumen. Thank you.
Thank you.